Hallo, heute werde ich euch zeigen, wie man mit seinem iPod Touch oder iPhone SSH benutzen kann. Also SSH ist eigentlich dafür da, dass man Dokumente die auf dem iPod oder iPhone sind, zu bearbeiten oder neu drauf zu tun oder sowas in der Art. Okay. Also erstmal geht ihr zu eurem iPod und öffnet Cydia. Wenn Cydia geladen ist, dann geht ihr auf Manage, Settings und dann klickt ihr auf Developer. So, wenn das getan ist, dann geht ihr auf Search und dann gebt ihr SSH ein und dann klickt ihr auf Search und dann klickt ihr auf Automatic SSH Install. Confirm. Wenn Cydia vollständig geladen ist, dann klickt ihr auf Return to Cydia. Und geht ihr wieder zu Search. Und dann gebt ihr ein SB Settings. Okay, da seht ihr schon SB Settings. Klickt ihr drauf. Install. Confirm. Okay, dann klickt ihr auf Restart Springboard. Okay, wenn euer Springboard wieder geladen wurde, dann könnt ihr SB Settings öffnen. SB Settings öffnet ihr, indem ihr euren Finger von links nach rechts über diese Leiste hier schiebt. Also einfach von links nach rechts mit dem Finger drüber schieben und dann öffnet es sich automatisch. Okay, jetzt seht ihr diesen SSH-Toggle. Wenn ich draufklicke, dann schaltet sich SSH aus. Wenn ich wieder draufklicke, dann geht er wieder an. Wenn bei euch kein SSH-Toggle ist, dann müsst ihr auf More klicken. Dann Set-Toggles. Und dann seht ihr, SSH bei mir ist jetzt an. Das heißt nicht, dass SSH angeschaltet ist, sondern dass es als Toggle da ist auf SB-Settings. Okay. Wenn es bei euch nicht angeschaltet ist, dann könnt ihr draufklicken. So. Und wenn jetzt SSH angeschaltet ist, dann brauchen wir jetzt das Programm auf dem Computer. Also öffnet ihr euren Browser und gebt ein WinSCP, also WinSCP. Enter und auf den ersten Link klicken. Go to Download Page und dann hier auf Installation Package. Draufklicken. Und dann sollte der Download automatisch starten. Save File. Warten, bis der Download fertig ist. Und dann Doppelklick drauf. Okay, Doppelklick. Run. Yes. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch auf Deutsch haben. Next. 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 Do not install EMVU. Wenn ihr wollt, könnt ihr es machen, aber das braucht man nicht. Also wenn ihr es wollt, dann, aber es nützt nicht sehr viel. Also next, next, install und dann finish. So, jetzt habt ihr WinSCP und jetzt braucht ihr hier beim Hostname müsst ihr wieder zu eurem iPod gehen und SB Settings öffnen. Und jetzt seht ihr hier eure Wi-Fi IP Adresse und die gebt ihr hier ein. 192.168.1.3. Hier gebt ihr Root ein, also ROOT und dort Alpine. Jetzt klickt ihr hier auf Save, damit ihr es nicht jedes Mal wieder eingeben müsst. Das Ganze. Und ich nenne das jetzt mal iPod Touch. Und ich speichere jetzt nicht das Passwort. Okay. Wenn ihr das habt, dann klickt ihr auf Login. Yes. Jetzt müsst ihr hier
Passwort eingeben. Alpine. Alpine. Okay. Und jetzt habt ihr das, ja, euren iPod halt. Hier, genau hier. Hier könnt ihr jetzt, habt ihr die ganzen Files von eurem iPod und ja, das war's eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns über YouTube eine Mail oder schreibt einen Comment. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und tschüss.